Die Lektion 107 erinnert uns, die Wahrheit wird alle Irrtümer in meinem Geist berichtigen. Was könnte Illusionen berichtigen, wenn nicht die Wahrheit? Und was sind Irrtümer, wenn nicht Illusionen, die nicht als das erkannt werden, was sie sind? Wo Wahrheit eingekehrt ist, schwinden Irrtümer dahin. Sie vergehen einfach, ohne eine Spur zu hinterlassen, durch die man sich an sie erinnern könnte. Weg sind sie, weil sie ohne Glauben kein Leben haben, und so verschwinden sie ins Nichts und kehren dorthin zurück, woher sie kamen. Aus Staub gemacht wird wieder Staub aus ihnen, denn nur die Wahrheit bleibt. Geht es noch einfacher? Wie viele Bücher haben wir schon gelesen, um den Illusionen zu entrinnen? Wie viele Techniken haben wir schon angewandt, um unsere Probleme zu beseitigen? Wie viele mentale Konstrukte wurden in uns schon versucht, um Reichtum zu erlangen, um erfolgreich zu sein, um erfolgreiche Beziehungen zu führen, um viele Freunde zu haben, um uns nicht mehr einsam zu fühlen, um nicht mehr krank zu sein und. Wie viele Dinge, wie viele Möglichkeiten haben wir schon verstreichen lassen, um nur das, was heute geteilt werden will, zu verleugnen. Die Wahrheit wird alle Irrtümer in meinem Geist berichtigen. Und all das, was jetzt aufgezählt wurde, sind Irrtümer, die nicht durch einen weiteren Irrtum berichtigt werden. Der Mensch ist hierin so sehr begabt, durch Illusionen, also Illusionen wahrzumachen und dann durch eine weitere Ersatzillusion zu glauben, dass das Problem jetzt berichtigt ist, dass der Irrtum nun vorbei ist. Lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Lass mich erkennen, dass dieses Problem nicht mehr in mir weilt. Wir haben nur ein einziges Problem, und das ist, die Wahrheit zu ignorieren. Und sobald wir das Licht der Wahrheit in unseren Geist wieder aufnehmen, werden alle Irrtümer, alle Probleme, alle Sorgen, alle Konflikte hinweggeleuchtet. Sie vergehen wie eine Seifenblase, die zerplatzt und nicht mehr da ist. Und nur die Wahrheit wird bleiben. Also ich weiß nicht, ob du noch eine leichtere Möglichkeit findest, deine Probleme endgültig zu lösen. Und nicht nur ein bisschen ein Pflästerchen draufkleben und hoffentlich hält's. Du suchst doch nach dauerhafter Lösung, stimmt's? Ja, und wo wird sie wohl zu finden sein? In der Wahrheit, im Lichte der Wahrheit. Und nur das Licht der Wahrheit wird uns hierin führen können. Und all die Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, die habe ich natürlich auch praktiziert. Wie viele Bücher habe ich gelesen, wie viele Seminare besucht oder hier und da noch die super Technik erlernen wollen oder erfahren wollen. Oder dann später, als dann der Kurs im Wundern in mein Leben kam, wollte ich dann die super Techniken mit dem Kurs im Wundern verbinden,
Das heißt dann einfach nur das Vergangene wieder hier hereinzubringen. Und nichts hat funktioniert, bis ich endlich verstanden habe, hey, ich brauche nichts zu tun. Ich brauche gar nichts zu tun, sondern nur die Wahrheit in dieser Situation annehmen. Ich brauche nur zu sagen, hey, stopp, ich brauche nichts zu tun. Die Wahrheit wird diesen Irrtum in meinem Geist berichtigen. Denn der Irrtum, das Problem, die Krankheit, der Tod, die Sorgen, die Konflikte sind in meinem Geist. Ja, wo denn sonst? Findest du noch einen anderen Ort? Als ich mein amateurhaftes Denken, als ich mich mit dem amateurhaften Denken nicht mehr identifiziert habe, dass da draußen das Problem ist, konnte ich endlich die Lösung annehmen. Die Wahrheit wird all das berichtigen und nicht das amateurhafte Denken, dass da draußen noch ein Partner ist, der Stress macht, dass da draußen noch eine Frau Merkel ist, die böse ist, dass da draußen noch irgendein Herr Spahn ist oder irgendjemand, der etwas Böses will. Ich kann endlich die Wahrheit annehmen, aber und sobald ich irgendetwas sehe, wo ich wieder bereit bin zu urteilen, kann ich einfach nur, wenn ich wach werden will, denn die anderen wollen alle weiter schlafen, wenn ich wach werden will, dann kann ich die Lektion anwenden. Ich kann die Antwort geben, die meinen Geist heilt. Und mein geheilter Geist wird sich über die ganze Erde ausdehnen und Zehntausende von Schlafenden erwecken. Und du kannst das auch. Genau du, der das heute hört, sonst würdest du es nicht hören können. Du kannst das jetzt als Quatsch abtun oder als arrogant oder als, ich weiß nicht, was dir alles einfällt, oder du nimmst es als wahr, als das an, was es ist. Du kannst noch tausende von Jahren warten, du kannst noch zehntausende Leben in diesem Traum benutzen, aber irgendwann kommst du an diesen Punkt. Hey, die Wahrheit wird diese Illusion in meinem Geist berichtigen. Die Probleme, die du heute hast, die hattest du schon vor 10.000 Jahren. Mit irgendeinem Stammesfürst, mit irgendeinem Nachbarn, mit irgendeiner Frau, mit irgendeinem Mann, mit irgendeiner Mutter oder irgendeinem Vater. Die hattest du schon vor 20.000 Jahren, vor 40.000 Jahren. Und wir kommen immer wieder mit denselben unerlösten Gedanken, Konstrukten und Überzeugungen hierher. Und der Schulungsraum Erde erwartet uns, um endlich die Lektion anzuwenden, um endlich zu verstehen, dass dieses Vorgehen, das ich hier ständig praktiziere, mich keinen Deut weiterbringt. Wir müssen, und hier sage ich wirklich müssen, die Wahrheit annehmen wollen. Und schon alleine, wenn du heute einen Konflikt hast und dieses so annimmst, hey, stopp, stopp, stopp. Ich will nicht mehr mit demselben Mist antworten. Ich will nicht mehr daran glauben, dass es eine böse Frau Merkel gibt oder einen bösen Politiker oder einen bösen Nachbarn oder irgendjemanden. Ich will jetzt heute einen Versuch machen und ich wende die Lektion an. Die Wahrheit wird diese Illusion in meinem Geist berichtigen, denn es ist nichts weiter als eine Illusion, die sich zwar, solange wir daran glauben, sehr wahr anfühlt, aber letztendlich nur eine Seifenblase ist. Plupp, weg ist sie. Und kannst du dir vorstellen, völlig klaren Geistes zu sein,
ohne irgendeine Belastung, ohne irgendeinen Konflikt, ohne irgendwelche Sorgen? Du kennst diesen Zustand sehr genau. Und du sehnst dich wieder nach diesem Zustand. Das ist sehr offensichtlich. Und du kannst ihn heute erreichen. Du kannst ihn heute ohne weiteres wieder als dein akzeptieren. Willst du das? Oder willst du einfach so weitermachen? Da, 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 blub, aus, aus die Maus. Und wieder erneut, da, 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 da. Die Geschichte wiederholen, täglich grüßt das Murmeltier. Oder willst du wirklich innehalten und göttliche Visionen empfangen, die dir von der Wahrheit künden? Nicht deine, nicht die selbstgemachten Illusionen immer wieder wahr machen. Empfange heute eine göttliche Vision, die voller Frieden ist und in einer so wunderbaren Stille durch dich hindurch scheint und in die ganze Welt. Akzeptiere die Wahrheit und du wirst nie mehr leiden müssen. Akzeptiere die Wahrheit und alle deine Probleme werden verschwinden. Nimm heute die Wahrheit an und alle Krankheit wird heilen. Ist es nicht eine frohe Botschaft? Bist du bereit, sie anzunehmen, sie endlich wirklich anzunehmen? Du hast sie schon oft gehört. Und heute wirst du wieder erinnert, du hast dir selbst das Versprechen gegeben, einen Erinnerungsruf hören zu wollen, während du schläfst. Hey, der Wecker klingelt jetzt. Hier ist dein Erinnerungsruf, um den du gebeten hast. Und er ist wieder da. Und er erklingt wieder in deinem Geist. Und jetzt lass diesen, und jetzt verschlafe diesen Weckruf nicht mehr. Der Wecker hat geklingelt. Jetzt, genau jetzt. Und sage dir, denke mal an irgendein Thema, das dich jetzt gerade beschäftigt. Und es spielt wirklich keine Rolle, was es ist. Denn für das Ewige in dir gibt es keine Hierarchie der Probleme. Für das Ewige in dir ist jetzt alles möglich. Licht ist Licht und wird jedes Problem hinwegleuchten. Denke mal an irgendetwas, stell es dir vor. Und jetzt sage dir in einer tiefen und vollen Überzeugung, die Wahrheit wird diesen Irrtum in meinem Geist berichtigen. Ah. Ah, ja. Kannst du fühlen, wie leicht es dir um das Herz wird? Wie sich deine Brust ausdehnt, wie du dich leichter fühlst, wie du dich freier fühlst? Kannst du wahrnehmen, dass hier endloses Glück zur Verfügung steht? Wenn du nur heute dieses hier annimmst, hast du den ganzen Kurs in Wundern verstanden? Hast du den universellen Lehrplan angenommen? Hast du alles verstanden, was es braucht, um ein glückliches Leben zu führen, um ein glücklicher Schüler der Liebe zu sein, um ein Lehrer der Liebe zu sein und das Licht auszudehnen? Denn das ist es, was du in Wahrheit willst. In Wahrheit willst du nur eins, du willst die Wahrheit ausdehnen. Nichts anderes. Und deshalb suche nicht mehr in Illusionen, stocher nicht mehr blind in irgendwelchen Dingen herum und glaube, dass da noch was für dich ist. In Illusionen wirst du nur weitere Illusionen finden und sie hören nicht auf,
auch in 10, 20, 30, 40.000 Jahren nicht. Es geht immer weiter, bis du innehältst. Und wenn die Erde nicht mehr kann, dann findest du einen neuen Planeten, an dem du herumstochern kannst, bis du innehältst und dem Erwachen zustimmst. Der Wahrheit zustimmst. Und dann endet der Traum. Man nennt dich dann den Erwachten, Christus, der keinen Namen mehr hat und keinen Namen mehr braucht, der keine Identifikation mehr an irgendwas benötigt, sondern sich im Herzen Gottes wiederfindet und hierin sein Glück, sein immerwährendes Dasein der Freude erfährt. Das ist es, was Jesus getan hat. Das ist es, was Jesus uns aufgezeigt hat. Und er sagt uns nur, hey, folge mir nach. Er hat sich als Sonnenstrahl in der Sonne erkannt und kann hinabreichen in diese Erde, in diesen Traum, und kann dich immer noch lehren. Genau jetzt lehrt er dich, hey Bruder, wach auf, mach die Augen auf, öffne deinen Geist und öffne deine Brust für die Wahrheit. Du wirst nichts verlieren. Mache diesen einen kleinen Schritt, um dich in deiner Vollkommenheit wieder zu erkennen. Und der Führer ist sehr sanft mit dir. Sehr, sehr sanft. Und er wird dir zeigen können, was du bist. Die Wahrheit kommt und geht nicht, noch wechselt sie oder verändert sich, nimmt nicht jetzt diese, dann jene Erscheinung an, um der Gefangennahme zu entgehen und sich dem Zugriff zu entziehen. Sie versteckt sich nicht, sie steht frei im Licht, in augenfälliger Erreichbarkeit. Es ist unmöglich, dass irgendjemand sie wahrhaft suchte und es ihm nicht gelänge, sie zu finden. Der heutige Tag gehört der Wahrheit. Gib ihr, was ihr gebührt, und sie wird dir das Deine geben. Es war dir nicht bestimmt, zu leiden und zu sterben. Dein Vater will, dass diese Träume vergangen sind. Lass sie alle von der Wahrheit berichtigt werden. Wir bitten nicht um etwas, was wir nicht haben. Wir bitten bloß um das, was unser ist, damit wir es als unser eigen wiedererkennen mögen. Heute üben wir, begleitet von der glücklichen Melodie, der Gewissheit, die aus der Wahrheit geboren wurde. Wir gehen heute nicht mit dem schwankenden und unsicheren Schritt der Illusion vor. Wir sind des Gelingens so sicher, wie wir sicher sind, dass wir leben und hoffen und atmen und denken. Wir zweifeln nicht daran, dass wir heute mit der Wahrheit gehen und zählen auch darauf, dass sie in alle Übungen eingeht, die wir heute durchführen. Welche Gewissheit spricht hier zu dir? Kannst du die Gewissheit spüren, die hier zu dir spricht? Und wenn du dir heute nur ein Quäntchen dieser Gewissheit annimmst, dann wird sie durch dich wirksam werden. Und wir bitten nicht um etwas, was erst erschaffen werden muss, sondern was augenfällig für dich bereitsteht. Du wirst es sehen können, wenn du es annimmst. Aller Schmerz, alle Tränen, alles Leiden, alle Sorgen, alle Probleme werden hier hinweg geschmolzen. Der Kurs in Wundern ist eine Geistesschulung und nicht eine Schulung, wie verändere ich die Welt? Wie mache ich sie, damit sie mir gefällt? Schule heute deinen Geist in der Wahrheit.
in der Liebe, in der Freude. Und du wirst sehen, es funktioniert. Fang damit an, dass du ihn bittest, der mit dir geht in diesem Unterfangen, dass er in deinem Bewusstsein sei, wenn du mit ihm gehst. Du bist nicht aus Fleisch gemacht und Blut und Knochen, sondern wurdest erschaffen durch eben den Gedanken, der auch ihm des Lebens Gabe gab. Er ist dein Bruder und ist dir so ähnlich, dass dein Vater weiß, dass ihr beide dasselbe seid. Es ist dein Selbst, das du bittest, mit dir zu gehen. Und wie könnte er nicht da sein, wo du bist? Die Wahrheit wird alle Irrtümer in deinem Geist berichtigen, die dir sagen, dass du von ihm getrennt sein könntest. Du sprichst heute zu ihm und legst dein Gelöbnis ab, seine Funktion durch dich erfüllen zu lassen. Seine Funktion mit ihm heilen heißt seine Freude teilen. Seine Zuversicht ist bei dir, wenn du sagst. Die Wahrheit wird alle Irrtümer in meinem Geist berichtigen und ich werde in ihm ruhen, der mein Selbst ist. Und dann lass ihn dich sanft zur Wahrheit führen. Lege heute ein Gelöbnis ab für die Wahrheit. Wir brauchen nicht mehr solidarisch in der Illusion zu leiden. Die Wahrheit wird alle Irrtümer in deinem Geist berichtigen. Lass ihn, dein Selbst, dich sanft zur Wahrheit führen. Dich umhüllen und mit einem Frieden von solcher Tiefe und Ruhe erfüllen, dass du nur widerstreben in die vertraute Welt zurückkehren willst. Und dennoch wirst du froh sein, wieder auf diese Welt zu blicken, denn du wirst das Versprechen der Veränderungen mit dir bringen, welche die Wahrheit, die mit dir geht, in die Welt tragen wird. Sie werden sich mit jeder Gabe von 5 kleinen Minuten mehren und die Irrtümer, die die Welt umgeben, werden berichtigt, wenn du sie in deinem Geiste berichtigen lässt. Und jedes Mal, wenn du verzagt bist, wende diese Worte an. Die Wahrheit wird alle Irrtümer in meinem Geist berichtigen. Und du wirst die Welt befreien, denn du wirst dich befreien. Danke für dein heutiges Lauschen und für das Licht, das du heute bereit bist, in diese Welt zu bringen.